So, da sind wir wieder bei Let's Adventure Your Minecraft und heute spielen wir die Map von Spirit Mine LP und die Map heißt das Superschwert, wie schön hier auf diesen beiden Schildern zu sehen ist. Und ich lese erstmal die Regeln natürlich, wie immer. Hallihallo Zombie, danke, dass du meine Map spielst. Erstens, du darfst keine Blöcke zerstören. Es sei denn, oh Gott, die Rechtschreibung, du wirst dazu aufgefordert. Zweitens, keine Mods außer Optifine wirst eh fliegen. Drittens, Hebel oder Knöpfe nur auf Eisenblöcken setzen. Viertens, Hebel oder Knöpfe, die du falsch gesetzt hast, darfst du wieder abbauen. Fünftens, nicht sterben. Das war's eigentlich. Die folgenden Schilder sind nur dazu da, dass der Raum symmetrisch ist. Ach ja, Spiel auf Peaceful. Have fun. Gut, was ist denn da in der Lupe? Oh mein Gott! Ich bin ein Erdbär. Oder sowas ähnliches. Von der Farbe vom Boden wird es auf jeden Fall passen. Kommst du da noch raus? Ja. Ich bin draußen. Guten Tag. Hallo. Guten Tag, liebe Zuschauer da draußen an den heimischen Empfängnisgeräten. Was machst du hier? Und warum bist du da unten in der Ecke gewesen? Mach nochmal die Tür auf. Ja. Verdammt. Okay, hallo. Tschüss. Ach so, du ersetzt mich und spielst jetzt die Map. Damit ist die Map dann zu Ende, ne? Ihr habt jetzt ein reines Hörspiel, wie ich die Map hier durchspiele, während ihr einfach nur die Wand da unten seht. Yay. Das ist bestimmt sehr spannend. Gut, was haben wir denn hier? Die Story noch links, die dürftest du noch lesen. Die Story, hier unter dem Bild, oder was? Ja. Story, du hast von einem Superschwert gehört und möchtest wissen, was dahinter steckt. Also begibst du dich in das Testlabor, in welchem das Superschwert enthalten sein soll. Doch niemand hat alle Tests überlebt, aber du bist fest davon entschlossen, oder dazu entschlossen, alle Tests zu meistern. Viel Glück. Glück. Das Schwert ist im Testlabor enthalten. Stimmt das? Eigentlich sollte es befinden. Ich habe mir gerade beim Vorlesen nicht selbst zugehört, daher, ja, nochmal eben. Ja, doch. Ja. Es ist All-Inclusive-Schwert. Okay, wie Nüsse, die im Essen enthalten sein können. Genau, aber nur Spuren von dem Schwert. Ja. Spuren von Schwertern können in den Nüssen enthalten sein. Genau. Sehr schön. Gut. Finde den Hebel. Info, er ist sehr schwer versteckt. Ich schätze mal in der Kiste über mir. Die Map wurde in der Minecraft 1.2.4. Ich hab's heute nicht mit dem Lesen. 1.2.4 gebaut. Du darfst sprinten. Empfohlenes Texture Pack Hannibal. Ja, Hammer. Hammer. Zwar nicht das Basic, aber das Bessere. So, guck mal in die Kiste. Oh, der Schalter ist dort drin. Da ist kein Schalter drin. Doch, da ist ein Schalter drin. Schau doch mal rein. Magie! Pam! Oh. Hey! Sehr gut. Dies ist meine erste Adventure-Map. Yay! Smiley. Alle Sprünge wurden getestet, also viel Glück. Das heißt nicht, dass ich die schaffen werde. Lava? Okay. Da freue ich mich. Man darf sogar runterfallen. Okay, das ist ja schon mal gut. Stirbt man da nicht? Nee, da und drunter ist nochmal Wasser. Unter der Lava. Das ist ja langweilig. Aber besser für dich. Wo sind wir denn jetzt? Wie? Ja, hier ist Licht. Ah, ich bin reingefallen. Aber nach dem zweiten Sprung erst. Das ist wie am 1. April. Reingefallen. Hahaha. Genauso lustig. Au. Ach Gott. Ja, immerhin sind das keine Zäune, auf die man springen muss. Das, ja. Wenigstens Glasscheiben. Die sind zwar auch durchsichtig, aber da landet man ja wenigstens drauf. Ja. Das finde ich, das fehlt noch irgendwie so in Minecraft, dass die Glasscheiben wenigstens Transparenz haben können. Also nicht 100% durchsichtig. Wie meinst du? Dass sie zum Beispiel so einen leichten Blaustich haben und nicht komplett durchsichtig sind. Ja. Aber momentan geht es halt nur, dass man, wenn man Texture Packs macht, dass man entweder eine ganze feste Farbe macht, wo man nicht durchsehen kann oder durchsichtig. Also gar nicht so in abgestufter Form. Genau, keine Transparenz. Schade. Ja, das ist schade. Warum finde eigentlich? Den Hebel. Versichere dir, es irgendwo. Was? Es gibt hier einen versteckten Hebel. Wahrscheinlich in der Kiste neben der Tür. Hier ist aber keine Kiste neben der Tür. Wow. Ist da unten vielleicht bei dir ein Hebel? Ist da überhaupt eine Tür? Hier ist dunkel vor allem. Und ich sehe gerade gar nichts. Ist doch wunderbar. Ich soll mal die... Arschbombe! Au. Ich muss mal die Brightness hier hochkurbeln. Ja, da ist ein Schalter, glaube ich. Ja, da ist eine Kiste. Haben ihn. Na, wunderbar. Ich mach das mal eben. Das ist ja auch immer so nett. Hey, du musst dieses Jump'n'Run schaffen und am Ende, ja, du musst nochmal zurück. Genau. Weil man ja sonst nichts zu tun hat. Ich starre dir gerade auf deine dreckigen Füße. Das ist, ja. Sehr interessant.
Die will doch jeder gerne sehen. Na, auf jeden Fall. Au. Immerhin nicht in die Lava. Ja, obwohl man halt sich eigentlich schnell... Ja, genau. Aber mal gleichzeitig schreiend runterstürzen. Es ist Synchron-Lava-Ing. Jetzt schieben wir uns gegenseitig hoch, das ist auch schön. Was? Nee, du schiebst gar nicht. Ich renne jetzt einfach durch. Aber du hast mich hochgeschoben, ich musste gar nicht legen. Durchrennen? Okay, das probiere ich mal. Das wollte ich nicht. Na gut. Teils du warst wahrscheinlich schon mal oben, ne? Ja, und dann habe ich gelesen, dass ich einen Schalter brauche. Und da habe ich mir gedacht, ach kacke. Also klar, wie viele Blöcke sind das eigentlich da? Okay. Es sind 1, 2, 3, 4. Wo lang geht's denn da? Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh Mann. Ich falle hier ständig runter, falls du es nicht bemerken solltest. Ja, du bist scheinbar lange nicht mehr rumgesprungen. Bist du sicher, dass du immer wieder Adventure Maps mit mir aufnehmen willst, wo man rumspringen muss? Ich kann es ja vorher nicht wissen, was hier passieren wird. Das stimmt. Ich meine, gut, woraus soll eine Adventure Map denn sonst bestehen? Ja, mit Redstone kann man schon schöne Rätsel bauen. Ja. Au. Man kann auch Monster bekämpfen machen. Gibt's das ja stimmt. Naja, aber sonst im LP, da springe ich ja auch nicht so viel rum. Da läufst du nur. Von Klippen runter. Das habe ich noch gar nicht gesehen, das muss ich nochmal anschauen. Das ist schön. Ja, das klingt jetzt voll wie Werbung für dein Let's Play. Ich wollte hier an keiner Stelle erwähnen, dass ich auch ein Let's Play davon mache. Er macht kein Adventure mit so normales Minecraft. Werbung? Ja. Nein. So. Nein, so ist ja nicht. Soll ich dir irgendwie helfen? Soll ich dir ein paar mehr Glasblöcke hinsetzen? Oder? Das sind zwei bestimmte Stellen, an denen ich runterfalle. Ich probiere das noch einmal. Ich will jetzt auch nicht hier wie ein Vollnoob aussehen. Also nicht mehr. Zu spät. Ach Mann. Hier fällst du mal runter. So. Ah, jetzt hast du es auch geschafft. Da ist ein Glasblock. Ja, aufpassen, nicht dagegen hüpfen. Problem ist, ich springe meistens zu früh ab, weil ich denke, ich falle da sonst runter. Ja, und dann fällst du runter, weil du zu spät abspringst. Weil ich zu früh abspringe. Ja, eben. Ach, komm. So. Ja, da. Hi. Ja, guten Tag. Hier ist ein Knopf. Ich hab's ganz alleine geschafft. Ja. Und schon geht's wieder runter. Da ist ein Lichtschalter. Huch. Ach da. Wer hätte das gedacht? Ich hab's mir eigentlich schon denken können, weil der Knopf nicht direkt neben der Tür war. Dass wir hier runterfallen. So, jetzt ein paar Fragen. Viel Glück, siehst du? Schon kommt Abwechslung. Ah, gut. Wann wurde Minecraft released? Das kann ich dir sogar sagen. Ja. Aber keine Antwort davon stimmt. Weil richtig released wurde das ja erst 2011. Ja, das stimmt. Dann, ich will jetzt nicht unbedingt morgen anklicken, nicht, dass jetzt hier gleich irgendwo von überall Lava reinkommt. Wie immer bei den schönen Fragen. Dann September. Ich meine Oktober. Ich wäre ja für vielleicht morgen. Wäre das auch gegangen? Schauen wir mal. Nee. Nö. Ja, gut, also wenn es hier keine Bestrafung gibt, dann kann man ja einfach alles ausprobieren. Ja, warum nicht? Ja, ist gut. So. Wie heißt du? Mit einem S geschrieben, also wunderbar. Das ist eine Frage, die ich nicht lösen kann. Nicht? Komm, nein. Du weißt. Das ist ja nicht mein Name. Ich heiße doch gar nicht Zombie. Ich heiße Cedric Ombe, aber Zombie. Das stimmt. Nein, Zombie. Zombie stimmt gar nicht. Nein, ich heiße Zombie, wie es scheint. Achso, ja. Das war ja aber zu erwarten. Aber über deinem Kopf steht was anderes. Ja, da steht es mit 0 und 3. Ja. Genau. Wie ist mein echter Name? Sein echter Name. Keine Ahnung, ist mir scheißegal, du bist eh nur ein Fisch. Das sind aber alle sehr extravagante Namen. Ja. Aber keine Ahnung. Du bist eh nur ein Fisch, komm mal an die Tafel und schreib die Antwort hin. Was? Ach, wenn dein Lehrer ihn aufrufen würde, wenn er so heißt. So. Du bist eh nur ein Fisch. Das ist bestimmt ein Doppelname. Ja. Naja, das waren nicht so viele, aber naja, egal. Das steht auf dem Schild. Das habe nicht ich gesagt. Ja, ich habe es gesehen. Auch ich kann lesen, manchmal. Boah, bitte spiele auf Fast. Ab und zu musst du auch mal hüpfen, aber gucken. Wie soll man denn Fast spielen? Wir haben noch keinen Zeitraffer. Ja, dass wir nicht durch das Labyrinth durchgucken können, meinte die Grafikeinstellung auf Fast. Kann man ja schnell machen. Das kann ich ja schon so schnell. Gut, jetzt kann ich nicht mehr durchgucken. Ich folge dir ganz heimlich.
Warum baut das denn nicht gleich aus Wolle oder sowas? Hm. Ja, eben. Müssen auch hochhüpfen. Guck dich einfach um. Einer von uns beiden wird irgendwas finden. Hier geht's eh nicht an so viel Stellen lang. Ich sehe den Wald vor lauter Baum nicht. Hier ist eine Tür. Vertraue mir, der Hebel ist hier zu 100%. Es wäre auch blöd, wenn der Hebel nur zu 50% da wäre, dann würde der nicht funktionieren. So ein halber Schalter, nur dieser Stein. Genau. Wunderbar. Sieht ja auch nicht aus. Bestimmt steckt der irgendwo in so einem Baum. Oh, hier ist ein Setzling. Oh, ist das süß. Ja, knuffig. Ich habe Angst, dass die Kiste in irgendeinem Baum über mir einfach drin ist, dass ich nach oben gucken muss. Ja. Das wäre recht fies. Würde ich in den Setzling treten, das könnte ich nicht verantworten. Hier sind ein paar Löcher im Baum. Nee, Mensch. Hier ist ein Schild. Ach, da unten. Das ist der Eingang. Aber auch schön. Wenigstens den Eingang gefunden. Ja. Hier ist eine Truhe. Allerdings habe ich... Ja, ich weiß schon, warum man auf Fast stellen sollte. Damit man die Truhe dadurch entdecken kann. Wo bist du denn? Also ich war noch nicht auf der Seite, wo die Truhe denn war. Sondern ich konnte die dadurch entdecken. Durch das Gelaub. Das glaube ich dir. Das glaubst du mir? Das glaube ich dir. Und wo ist diese liebe Kiste? Ich habe sie aus den Augen verloren. Das ist ja schön. Ja, weil die tat im Auge so weh. So eine Kiste ist immer so kantig. Da oben ist eine. Aber jetzt die Frage, wie kommt man da denn hin? Hier durch, hier ist zu. Steh mich im Weg. Ich will Kiste. Kann man hier rein? Nein. Hä? Also die ist irgendwo hier in diesem Block und da kommt man nicht ran. Die ist halbwegs umgeben von Blättern. Wenn man kaputt machen, darf man ja nichts, ne? Nee, hier steht nur, finde den Hebel. Das ist... Gucken wir mal hier hinten um. Irgendwo richtig draufspringen, dass da irgendwie ein Platz frei ist, kann man auch nicht, ne? Dass man oben in die Blätter kommt. Nee, ich stelle mal auf schnell, damit ich einfach auch mal die Kiste, auf schön wieder, dass ich auch mal die Kiste da durch sehen kann, damit ich mal weiß, wo. Hier ist wohl theoretisch ein Aufgang, aber es passt gerade nicht vom Platz. Wo bist du denn schon wieder? Also hier kann man... Hier kann man hochhüpfen. Was? Wo bist du? Das hätte man aber nicht gefunden. Wo bist du? Hier drüben. Schau, du siehst doch meinen Namen. Ja, ich suche gerade. Hinter dir. Was? Ach da. Hallo. Hier kann man sich hinstellen und dann kann man hüpfen und dann kann man den Schalter... Das hätten wir nicht gefunden, hätten wir nicht auf schnell gehabt, nie. Ja, echt. Das kann man an keiner Stelle, wo man hier neben steht, direkt sehen. Hey, du hast es geschafft. Viel Spaß im Labyrinth. Siehst du, es gibt ganz viele unterschiedliche Sachen im Minecraft. Wo bist du? Hinter dir. Dahin? Was? Ah. Immer in die falsche Richtung rennen. Ja, natürlich, da habe ich Patent drauf. Ach so. Ja. Dann darf ich ja nur noch richtig laufen. Noch ein Labyrinth. Laufen. Ja. Aber vielleicht... Wo bist du jetzt lang? Den linken Gang? Ich bin den linken Gang, ja. Ich gehe mal rechts lang. Aber hier ist eine Wand. Was sollen wir denn eigentlich finden? Eine Wand? Ein Ausgang? Ein Schalter? Wenn wir wieder einen Schalter den brauchen. Den Sinn des Lebens? Nein. Den werden wir ganz sicher in einem Labyrinth finden. Wer weiß? Kommt drauf an, wie lang das Labyrinth ist. Das stimmt. Nach so ein paar Jahren vielleicht, im Labyrinth, hier ist ein Ausgang. Vielleicht wird es unser letztes sein. Wenn wir nicht auf halber Strecke verdursten. Ich habe den Weg gefunden. Ist da auch eine Tür, die geöffnet werden kann? Ich bin schon draußen. Ach so. Ich gehe mal in die Richtung, wo der Name ist, aber das ist genau falsch. Ich merke schon. Da ist alles. Von hier aus kommst du zu mir. Ja, witzig. Wo bist du? Hier, warte, bleib stehen. Bleib einfach stehen. Dreh um. Hi. Ah. Folgen Sie mir. Ich habe einen Abschluss den lila Menschen. In Labyrinthus. Labyrinthismus. Labyrinthologie? Und in Labor... Ja. Bevor ich mich noch weiter verspreche, sage ich einfach ja. Das ist aber ein schöner Raum hier. Ja. Nimm dir eine Schaufel und geh durch die Tür. Du darfst den Mülleimer? Den Kies zerstören. Nicht da reinlehnen. Das ist